Jahrzehnten war keiner hier unten. Wolfgang Schilker will den alten Stollen jetzt ausbauen. Also die ersten 70 Meter sind sehr, sehr, sehr zäh, bis wir hier wirklich dann im richtigen Felsen drin sind. Und dann haben wir natürlich viel, viel mehr Glück. Zu DDR-Zeiten wurde Uran abgebaut. Nun sucht er nach Flussspat. Ein Mineral wichtig für die chemische Industrie und die Stahlproduktion. Wir werden hier in dieser Lagerstätte insgesamt 5,5 Millionen Tonnen an Fluss- und Schwerspat finden. Und das wird ausreichend sein, um hier für über 50 Jahre Bergbau betreiben zu können. Was hat das für einen Marktwert gerade? Der gegenwärtige Marktwert liegt bei annähernd 700 Millionen Euro. Bernd, Thorsten, kommt ihr mal? Erst vor kurzem wurde die Baustelle in Niederschlag eröffnet. Er steht mit seinen Bergmännern noch ganz am Anfang. Wir haben die Sprenggenehmigung. Die ist also morgen in der Post. Wir dürfen also sprengen. Von der Seite ist alles klar. Ich habe heute mit dem Bergamt gesprochen. Noch ist es nicht so weit. Erst muss der Eingang sicher sein. Später geht es 2 Kilometer tief in den Berg. Die Investitionskosten über 18 Millionen Euro. Wolfgang Schilker ist Geologe und weiß, das lohnt sich. Denn der Rohstoff, den er hier findet, ist Gold wert. Ja, hier sieht man sehr, sehr schön den Flussspat mit seiner dunkelblauen Färbung. Das ist eigentlich in der chemischen Industrie ein begehrter Rohstoff. Ja, der Bedarf liegt in Deutschland bei über 200.000 Tonnen. Und das jedes Jahr. 30 Kilometer entfernt. Auf diesem stillgelegten Gelände soll das Mineral verarbeitet werden. Volker Carlos ist an dem neu gegründeten Bergwerk beteiligt. So, das wird mal die zukünftige Aufbereitungsanlage für unser Flussspat- und Schwerspatprojekt. Der Gesellschafter will ein deutliches Zeichen setzen. Ja, die hohen Rohstoffpreise machen den Abbau im Erzgebirge endlich wieder profitabel. Ja, man spricht ja vom Berggeschrei, vom neuen Berggeschrei im Erzgebirge. Das hat schon was von Goldgräberstimmung. Wir hatten ja in der vergangenen Woche die Eröffnung des Bergwerkes in Niederschlag. Dort waren hochrangige Persönlichkeiten mit dabei. Und man hat gemerkt, dass alle sehr euphorisch sind und dass alle in Erwartung sind, hier wirklich was Neues zu beginnen und den Bergbau wieder zu beleben. Er ist Geschäftsführer einer Metallhütte in Aue. Hier lässt er zahlreiche Rohstoffe recyceln, zum Beispiel Nickel. Dies ist ein Gemisch aus Nickelstein und Schlacke, 1300 Grad heiß. Was ist jetzt im Ofen? Das Kobaltmangan. Der Unternehmer kauft Rohstoffe ein und verkauft sie weiter. Er kennt sich aus mit den hohen Weltmarktpreisen und den begrenzten Vorkommen. Gerade deswegen hat die Region wieder ein heißes Eisen im Feuer. Zurück zum neuen Bergwerk an der tschechischen Grenze zu Wolfgang Schilker. Jahrzehntelang wurden hier die Bergwerke immer nur geschlossen. Wir beweisen, dass es in Deutschland möglich ist, unter den hier gegebenen Gesetzlichkeiten und Bedingungen ein Bergwerk profitabel zu betreiben. Und das werden wir auch durchziehen. Sein Leben lang arbeitet der 58-Jährige im Bergbau. Jetzt entstehen hier wieder 35 neue Arbeitsplätze.